Also in dieser Woche, liebe Zuschauer, da konnte man Kaffee wirklich gut gebrauchen, denn es war ordentlich was los, Notenbankenberichtssaison. Also ein prall gefüllter Kalender. Jetzt haben wir gerade gesehen, Freitag gibt es hier gar keinen Kaffee, Johanna. Sind wir falsch? Müssen wir uns irgendwo anders holen. Aber Gott sei Dank, die Notenbanken sind jetzt zumindest schon mal durch. Wir haben gewartet erstmal auf die Fed. Mittwochabend war es dann soweit und im Prinzip hat die Fed das geliefert, was der Markt sich sowieso gedacht hat. Kleinerer Zinsschritt, also 25 Basispunkte. Das Spannende ist ja aber auch, wie es weitergeht. Jetzt hofft man, man hat die Worte von Jerome Powell, dem Fed-Chef, so gedeutet, dass jetzt so langsam quasi ein Ende des Zinserhöhungszyklus so in Sicht rückt. Aber wörtlich gesagt hat er das nicht, aber das hofft der Markt jetzt zumindest. In Sicht rückt ist ganz gut ausgedrückt, denn tatsächlich angekündigt wurde es, wie du schon gesagt hast, nicht. Aber man hat angekündigt, wie es weitergehen soll und das auch bei der EZB. Hier hat man jetzt die Zinsen noch mal ein bisschen straffer gezogen als bei der Federal Reserve. Hat das wieder angefangen? Genau, da muss man noch ein bisschen nachziehen sozusagen. Also 0,5% ging es hier nach oben. Man hat aber auch direkt angekündigt, die nächste Runde mit 0,5%, die steht dann im März wieder an. Also hier ist momentan auch von der Hoffnung, dass man hier ein bisschen ablässt von dieser ganz straffen Geldpolitik, momentan noch nichts zu spüren. Aber ja gut, der Kampf gegen die Inflation, der geht halt weiter. Die ist rückläufig, aber eben noch nicht da, wo man sie sich erhofft, wo sie tatsächlich letzten Endes hingehen sollten. Aber diese steigenden Zinsen, die machen sich natürlich auch bei den Einzelwerten bemerkbar. Und das hatten wir jetzt schon bei der Unternehmensberichtssaison gesehen. Genau, Berichtssaison in den USA und bei uns. Bei uns gab es in dieser Woche zum Beispiel die Zahlen der Deutschen Bank. Und das war ganz spannend, weil da hat man den höchsten Gewinn seit 15 Jahren eingefahren. Müsste man eigentlich glauben, das hört der Markt doch gerne. Für die Aktie lief es dann aber nicht so wirklich rund. Man kann natürlich an Zahlen trotzdem auch immer noch Zahlen in der Suppe finden, aber vor allem ist natürlich, wenn jetzt eben das Thema Zinsen auf einmal sich hier ändert, für die Banken dann natürlich wieder ein größeres Problem könnte es werden, beziehungsweise Aktien waren also aus dem Bankensektor dann in dem Umfeld nicht so gefragt, weil die Zahlen ja eigentlich nicht wirklich schlecht aussahen. Ansonsten gab es auch die von Infineon. Da hat man trotz der Euro-Stärke unerwartet gute Aussichten präsentiert. Siemens Healthineers, die Zahlen wurden so als durchwachsen bezeichnet, kamen zwischendurch aber doch auch gar nicht so schlecht an. Und Meta, also die Facebook-Mutter, die hatte nachbörslich in den USA Zahlen vorgelegt und daraufhin hat die Aktie richtig abheben können und hat dann auch, als am nächsten Tag wieder gehandelt wurde, eine wahre Tech-Rally ausgelöst. Aber so ging es nicht unbedingt weiter, oder? Das war nicht bei allen Tech-Werten unbedingt der Fall oder angesagt. Ganz im Gegenteil, wir hatten außerdem noch aus den USA Zahlen von Apple, Amazon und Alphabet, der Google-Mutter. Die Zahlen waren insgesamt gar nicht miserabel, muss man fairerweise mal dazu sagen. Trotzdem haben die Aktien alle drei erst einmal nachgegeben. Bei Apple beispielsweise muss man sagen, gut, der Gewinn hat zum ersten Mal seit 7 Jahren die Erwartungen verfehlt, und zwar nach unten. Das kam alles andere als gut an. Dementsprechend ging es bei Apple erst einmal ein kleines bisschen nach unten. Ein ähnliches Bild sahen wir bei Amazon. Bei Amazon muss man aber auch dazu sagen, hier gab es ja einen Chefwechsel schon im letzten Jahr. Jeff Bezos hat sich verabschiedet. Andy Jassy ist jetzt am Start. Da guckt man genau hin, wie geht es weiter, wie wird auch umstrukturiert. Hier hat man Umsatz und Gewinn nicht toppen können und auch noch nicht mal treffen können. Man muss aber bei allen drei Unternehmen sagen, fairerweise, die Tech-Aktien sind im Januar so grandios gelaufen wie sonst noch gar nicht. Also zeitweise hat man hier ein Plus von 30% in 4 Wochen gesehen. Ja gut, letztes Jahr gab es eine blutige Nase im letzten halben Jahr, aber nichtsdestotrotz war der Januar grandios. Und wenn man sich die Google-Mutter anschaut, ja, da ist es das schwache Werbegeschäft, was den Wachstum bremst. Bei allen drei kann man zusammenfassend aber sagen, Apple, Alphabet und Amazon, die Zahlen nicht schlecht, aber die Aktie danach erst einmal ein bisschen nach unten. Aber mit Zahlen geht es auch weiter nächste Woche, ja, würde ich mal sagen, wenn auch nicht mehr ganz so massiv wie in der Woche. Nicht mehr so viel, aber es steht noch der ein oder andere auf der Agenda. Es gab ja auch immer schon mal so vorläufige Zahlen, Hinweise, an denen man sich entlanghangeln kann. Tatsächlich gibt es aber in der nächsten Woche dann noch Zahlen von Siemens Energy, Linde der deutschen Börse, Siemens und Walt Disney. Aber mit Zahlen allein ist es ja nicht getan. Wir müssen ja auch das große Ganze ein bisschen im Blick haben. Große Ganze ist immer schön, das anzuschauen. Wobei nach so einer Notenbankwoche, weil was wir jetzt noch gar nicht gesagt haben, heute Nachmittag gibt es aus den USA noch die Jobdaten. Also das heißt, die Woche ist wirklich bis zum Schluss dann noch spannend. Da hat man dann nächste Woche das Gefühl, okay, erstmal durchatmen. Es ist nicht mehr ganz so viel auf der Agenda. Aus den USA werden wir die Handelsbilanz sehen, aus der EU Einzelhandelsumsatz, aus den USA noch das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan und bei uns haben wir noch den Centex Konjunkturindex. Aber wie gesagt, Zahlen und ein paar solche Daten, aber nicht mehr die ganz großen Notenbank-Hingucker wie in dieser Woche. Vielleicht kriegen wir da einen Kaffee. Ich hoffe, und wenn kein Kaffee, dann zumindest ein freitagliches Sektchen, Weinchen am späten Nachmittag. Viel später. Schönes Wochenende. Schönes Wochenende.